So goalless first 10 minutes, 11 minutes now, the game in Müngersdorf in the west of Cologne. Gott sei Dank, das war eine Fahrt. Wir sind um 1 Uhr losgefahren und waren zu spät jetzt. Also 10 Minuten, fast 3 Stunden. Naja, gut. Machen wir mal Fußball schauen. Aber da war eine Vollsperrung auf einmal. Ja, ja. Oh. Oh. Was ist? Das ist gut, das freut mich, das freut mich. Dann habe ich wenigstens nichts verpasst. Erster Fußball-Gold. Oh, war das ein Krummelschuss? Mensch, war das ein Krummelschuss? Da muss er abziehen. Oh. Das Amy for Jude Bellingham. Bellingham now for Union Trans. Trans, great footwork, marvelous goal. Hey. Also, die wollen auch zu viel spielen. Die wollen zu viel spielen. Komm, Shikiri, mach mal. Also der Hector, der bringt immer noch seine Top-Leistung. Ja. And it's half-time. Steffen Baumgart's Köln have not really had too much in front of the Dortmund goal so far. Ja, genau. Vorne, hast du gesehen, sind sie alle nervös. Our half-time score here, then it's Köln 0, Borussia Dortmund 1. Ich hol mal, wo ist deine Mutti? Wir sind von Gott zur Beruhigung. Oh, das kannst du ja vergessen. Wenn du nach vorne kommst, und die kommen sehr oft nach vorne, was eigentlich mir so fehlt, ist dieses Coole vor dem Tor vom FC. Das in Dortmund spielen 50.000. Und das Einzige, was uns fehlt, ist einfach eine Ruhe und eine Klarheit. Alles andere ist da. Wir kriegen halt das, was wir gesagt haben, dass wir die Bälle nicht am Mann kriegen. Das ist unser Problem. Man sagt da vielerorts, die Dortmunder haben die besten Fans. Wenn ich auf die Summe 80.000 sage, vielleicht die lautesten, weil sie so viele Personen im Stadion haben. Aber der FC feuert anders an, auch mit einer anderen Musik. Ja, mit diesen, ich sag mal, diesen, das Trömmelsche und also diese Karnevals motivierenden Lieder. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften. Das ist richtig. Aber wir haben sie. Wir sind 5-6 Mal im Strafraum. Der Unterschied ist, wir kommen nicht zum Abschluss. Das ist einfach so. Spielt die Dinger sauber aus, wie der vorletzte Angriff eben. Spielt sauber, dann kommen wir vom Tor und seid mutig. Ein Kontakt, so wie Kainzi, ein Kontakt, Torschuss. Nach innen, Louis wie am Anfang, ein Kontakt, Torschuss. Aber bleibt mutig. Ich gebe Luca immer vorm Spiel erstens schon mal, ich wünsche ihm viel Glück. Und dann weise ich ihn noch mal auf die Dinge hin, die er besser machen soll. Ja, die er besser machen soll. Und er ist noch relativ jung. Und das eine oder andere kann er noch besser machen, soll er auch besser machen. Aber so bin ich schon eigentlich mit meinem Enkel sehr, sehr zufrieden. Also, hallo Luca, viel Glück heute für dich. Motivation müsste für dich ja jede Menge vorhanden sein. Von Anfang an hellwach sein und eine große Leidenschaft an den Tag legen. Danke, Opa, ich gebe Vollgas. Ja, das war so seine Antwort. Die Ansage von mir ist normalerweise viel länger, ja? Wenn ich dann speziell mal auf gewisse Fehlerquellen noch mal hinweise. Ja? Aber heute habe ich es kurz und schmerzlos gemacht, ja? weil ich einfach glaube, er ist so motiviert und so heiß und so fixiert. Ja, da brauchst du nichts mehr zu sagen. Ja? Ja?
Okay, jetzt muss meine Frau erstmal ein Bierchen trinken. Much more switched on Köln in the second half so far for sure. Lovely ball here for Linton Meiner. Meiner in for Stefan Tigges, and then the equalizer from Florian Kainz. And Kainz. Ein Bein. Fast verpasst, ne, oder? Corner taken by Kainz. Oh, and flicked in for a second goal. And the game has turned. Mensch, scheiß Bier. And Stefan Tigges, his first goal for Köln in the Bundesliga, comes against the team who sold him in the summer. Das Wichtigste haben wir verpasst, so ein Mist. Mensch, meine Spielart und die von Luka Kilian, obwohl das eine ist der Holzfuß und der andere ist der Eisenfuß. Ich würde sagen, das sind ganz große Unterschiede, weil ich habe wirklich rasiert. Wichtig, heute würde ich fast bei jedem Spiel vom Platz liegen. Ja, ganz anders. Kannst du heute nicht mehr machen? Ich würde auf seinen Opa nie dagegen was sagen, weil sein Opa war schon ein richtig interessanter Innenverteidiger, auch wenn es die Zeit eine andere war. Und ich finde es ganz wichtig, dass er dann auch Luca seine Tipps gibt, weil die sind nicht unwichtig. Und ich habe mit Luca ein, zwei Mal drüber gesprochen. Und ich kann euch sagen, Luca nimmt sich das sehr zu Herzen, was sein Opa sagt. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn du jemanden hast, der erstens mitfiebert und zweitens dann auch eine Kritik übt, die dann wirklich Kritik ist, um die Leistung zu verändern. Und da ist es eigentlich egal, ob es der Opa ist, ob es der Papa ist. Ich kann euch sagen, dass mein Papa auch Manöverkritik geübt hat. Und ich finde das immer sehr wichtig. Ob das immer alles so umsetzbar ist, ist eine andere Geschichte. Dieses Rustikale macht er auch manchmal nur, ich sag so dann im Nachhinein, ja, so ein, zweimal mehr wäre auch nicht schlecht. Ja. Wer das zweite denn? Der Tigges nach Ecke. Der Tigges, nochmal oder was? Das Video war ja schon mal ein ganz schönes Brett. Aber auf dem Kanal gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Das könnt ihr mir glauben. Von mir aus unten rechts von euch, aus unten links, könnt ihr den Kanal abonnieren. Von mir aus links und von euch aus rechts. Seht ihr zwei Videos, die euch von mir persönlich empfohlen wurden? Naja, da habe ich jetzt geflunkert. Ist wahrscheinlich ein Algorithmus. Aber ich habe gehört, dass der ganz gut funktioniert. Zieht's euch rein. San Francisco.